Es ist Zeit für meinen März-Haul. Hallo meine Mutter, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist Zeit für meinen Disney-März-Haul. Ich zeige euch, was ich von Disney gekauft habe, aber ich habe auch eine ganz, ganz tolle Kooperation zugeschickt bekommen. Die zeige ich euch natürlich auch. Und weil es euch interessiert hat, ich zeige euch auch noch, was ich bei der Harry Potter Exhibition in Wien gekauft habe. Es war nicht ganz so viel, dennoch dachte ich, packe ich es doch einfach noch hier rein, wo es jetzt nichts mit Disney zu tun hat. Aber Harry Potter ist ja so meine zweite Leidenschaft, deswegen habe ich jetzt auch Harry Potter Sachen hier mit eingefügt. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe was von DM, von der neuen Kosmetikreihe von Catrice oder Essence. Design Paris, nicht ganz so viel, hat sich diesmal im Rahmen gehalten. Und Shop Disney, ja, und Wien und die Kooperation. Also ich würde sagen, wir starten. Starten wir doch direkt mit den DM Catrice Essence. Ich muss erst mal gucken, weil irgendwie ist das ja immer so, Essence und Catrice macht Disney Make-up und Disney Kosmetik-Kram. Genau, es ist beides wieder, Essence und Catrice. Und ich habe euch auch, als ich im DM war, abgefilmt, was es sonst noch gab, damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Was ich vorher gemacht habe, ist geguckt online, ob es das bei DM auch wirklich gibt. Also ich habe bei DM, habt ihr irgendein Disney Catrice, glaube ich, eingegeben, nach einer Lippenstift oder so geguckt und geguckt, ob es bei mir in DM in der Nähe verfügbar ist. Einiges gibt es auch noch online, vieles ist aber bereits ausverkauft. Auch ich war in zwei DMs und in einem war auch schon, die Lippenstifte waren heiß begehrt und auch den Primer, den ich mir gekauft habe, zeige ich euch gleich. Und ich weiß, dass zum Beispiel Nina auch im DM war. Wo online stand, dass es da sein soll, aber sie tatsächlich kein Glück hatte. Also schaut doch mal bei euren DMs in der Nähe. Rossmann habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Ja, was habe ich mir geholt? Ich habe mir einmal von der König der Löwen-Reihe, es gibt zwei Reihen, einmal Jungle Book, also das Dschungelbuch und König der Löwen. Von König der Löwen habe ich mir einmal hier dieses von Essence, das Gesichtspeeling gekauft mit Kokosnuss-Gesichtspeeling. Ich weiß gar nicht, ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Ach, es riecht sehr kokosnussig. Ich liebe Kokosnuss. Und als zweites von der König der Löwen Kollektion habe ich mir hier so einen Lidschattenpinsel gekauft. Oder Eyeshadow, genau, Eyeshadow Brush. Da unten ist irgendwo Simba drauf. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da. Da ist Simba und so sieht der Pinsel aus. Ich weiß leider nicht mehr die Preise dazu. Ich glaube, der Pinsel war 2,40 Euro. Und das Peeling, ach, ich weiß nicht, auf dem Video wahrscheinlich könnt ihr die Preise sehen, weil die standen direkt da drunter. Und von der Dschungelbuch-Kollektion habe ich mir auch zwei Sachen gekauft. Und zwar habe ich ja gerade schon erwähnt. Einmal der Gesichtsprimer, der war sehr, sehr begehrt. In einem, wie gesagt, in einem DM komplett ausverkauft. In dem anderen habe ich ihn noch bekommen. Mit Aloe Vera und Niacinamid. Er sieht sehr leicht aus für den Sommer. Und dann habe ich mir diese Face-Palette geholt. Ich bin jetzt nicht der größte Dschungelbuch-Fan, aber darum ging es jetzt nicht. Mir haben die Farben ganz gut gefallen, die Palette. Und zwar ist da ein Highlighter dabei, ein Rouge, ein Contouring und ein Bronzer. Sieht dann so aus. Finde ich ganz gut, wenn man irgendwie alles in einem haben will. Wenn man unterwegs ist jetzt im Urlaub, hat man alles in einer Palette. Richtig gut. Ja, das ist der Highlighter. Jetzt muss ich mal selbst gucken, oder? Ja, das ist der Highlighter. Das ist der Blush, darunter ist der Bronzer und dann das ist das Contouring. Ja, man muss sagen, mit Contouring habe ich bisher noch nicht so viel gearbeitet. Ich benutze immer Bronzer, aber Contouring tatsächlich nicht so viel. Muss ich mir mal angewöhnen. Ja, genau, also das waren die vier Sachen, die ich von der neuen Disney Cosmetics-Reihe von Catrice und Essence gekauft habe. Kommen wir zu den Harry Potter Exhibition Sachen und dann kommen wir zu Shop Disney. Nee, dann kommen wir zur Kooperation, dann kommen wir zu Shop Disney und zum Schluss wie immer das Disneyland Paris. Und ja, bei der Harry Potter Exhibition, wir hatten ja nur VIP-Tickets bekommen, deswegen gab es hier dieses VIP-Guests-Lanyard mit dem Harry Potter-Symbol. Ist eigentlich relativ neutral, Harry Potter, das heißt, da steht nicht unbedingt Exhibition drauf. Deswegen ist es eigentlich
Ein ganz cooles Lanyard kann man jetzt, wenn man mal irgendwann mal wieder in die Universal Studios fahren würde oder so, fürs Ticket oder so ganz gut gebrauchen. Also das gab es einmal und dann gab es auch dieses Bändchen im Ticketpreis inklusive. Das hat aber bekommt auch jeder Gast, also nicht nur VIP-Gäste, weil da funktioniert das mit diesem Interaktiven. Also da ist ein Chip drauf. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne bei dem i. Schaut da rein. War wirklich ganz, ganz toll. Leider der letzte Tag in Wien. Aber in Paris ist es als nächstes ab Ende April. Das genaue Datum weiß ich nicht. Und ich bin mit Brina dort im Mai. Und werden euch natürlich dann auch nochmal mit dem Brina als größter Harry Potter Fan. Nein, aber sie tut's mir zuliebe. Wir gehen zusammen nochmal auf die Exhibition und bin mal gespannt, ob es genauso ist. Wird wahrscheinlich viel mehr in Französisch sein. Jetzt hier in Wien war es sehr, sehr viel auf Deutsch. Wir werden sehen. Aber ansonsten haben wir mit Brina auch schon ganz, ganz viel geplant in den nächsten Wochen. Also seid da sehr gespannt. Wie gesagt, einmal gab es das Bändchen. Dann habe ich mir ein T-Shirt gekauft und zwar, weil es 50% Rabatt hatte an dem letzten Tag. Alles, wo Harry Potter Exhibition Wien draufsteht, war 50% reduziert und ich glaube, am Ende hat das T-Shirt, also Ursprungspreis war 37 Euro und dann halt 50%. Und wir hatten ja in unseren VIP-Tickets noch einen 10 Euro Merchandise-Gutschein für den Shop, wenn man 20 Euro ausgibt. Das heißt, ja, wir wollten die 10 Euro natürlich nicht verfallen lassen. Meine Freundin hat sich nichts gekauft, dafür hat sie mir dann noch was gekauft, was ich euch gleich zeige. Das heißt, ja, einmal gab es hier die minus 10 Euro plus, ich habe noch was anderes da gekauft, damit ich über die 20 Euro komme. Also einmal das T-Shirt, das habe ich hier in Größe M. Die fallen tatsächlich groß aus. Es gab auch so Hoodies und schwarze T-Shirts. Also ja, finde ich ganz cool. Und als weiße T-Shirt fand ich dann am schönsten. Und habe ich mir noch dazu geholt, was ich auch richtig cool fand. Jetzt muss ich mal gucken. Und zwar hier diese Postkarten. Und nicht zum Verschicken, sondern ich will die einrahmen. Ihr seht, das ist diese Holo-Optik da drin. Und die kann man dann echt gut in so kleine Rahmen packen und dann so untereinander hängen. Also finde ich eigentlich eine sehr kreative Idee von mir. Ist mir so spontan gekommen, als ich die gesehen habe. Wie gesagt, ja, finde ich cool. Haben jeweils 5 Euro gekostet. Und bin ganz happy über diese 4 Karten. Also finde ich, glaube ich, sehr schön dekorativ. Dann gab es beim Einkauf noch einmal hier die Tasche. Die ist auch recht cool. Harry Potter Exhibition. Und dann, habe ich ja gesagt, hat meine Freundin ja noch diesen Gutschein gehabt. Sie wollte sich nichts kaufen und hat dann dafür mir das Tuch dann gekauft. Also die 10 Euro hat sie mir dann geschenkt von ihrem Ticket. Und den Rest habe ich bezahlt. Und zwar dieses schöne Tuch. Also das ist halt auch wieder so, das ist super dezent, Harry Potter. Also wer es nicht weiß, das sieht man dann auch nicht. Und irgendwie finde ich dieses Gold-Beige echt mega schön. Hier steht auch nochmal Harry Potter, also das ist extra Harry Potter Exhibition Merchandise. Habe ich auch so, ich habe noch nie irgendwo solche Tücher gesehen. Da gab es auch ein schönes Graues, was ihr gefallen hat. Und mir hat aber tatsächlich das hier mit dem kann sich aussprechen. Snitch. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Schnatz. Schnatz? Ist es Schnatz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das goldene Ding vom Quidditch. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also das hatte ich noch gekauft. Das hat 35 Euro gekostet, halt minus die 10 Euro von meiner Freundin. Ja, das war's bei der Harry Potter Exhibition. So viel, also es gab wirklich super schöne Sachen. Einerseits hatte ich noch Handgepäck und andererseits waren die Sachen aber auch so schweineteuer. Das seht ihr in dem Video. Natürlich diese Schneekugel mit Hogwarts fand ich auch richtig cool. Mal gucken, vielleicht dann in Paris oder so. Da sind wir ja dann wahrscheinlich im Auto. Mal gucken. Also Brina auf jeden Fall. Dann kann sie mir dann sonst was mitnehmen. Mal sehen, das weiß ich noch nicht. Aber gab echt viele coole Sachen, die ich vorher noch so gar nicht gesehen habe. Auch nicht, als wir in Hamburg waren, in dem Harry Potter Shop. Ja, also es gibt tatsächlich echt, echt viel Harry Potter Merch. So. Und jetzt kommen wir zur Kooperation. Ihr könnt es schon sehen, ich habe ein riesen Paket bekommen und das zeige ich euch. Und zwar habe ich das Paket von Elbenwald bekommen. An der Stelle vielen, vielen Dank für das riesengroßzügige Disney-Merchandise-Paket. Ich durfte mir einige Sachen aussuchen und die zeige ich euch jetzt auch natürlich. Und zwar fangen wir an mit den 2 T-Shirts, die ich mir ausgesucht habe.
Ich verlinke euch natürlich wie immer jede Sache, die ich noch online finde, unten in der Infobox. Also schaut auf jeden Fall schon mal bei Elbenwald vorbei. Die haben nämlich ganz, ganz viel weiteres Disney-Merchandise und auch Harry Potter-Merch, wo wir eben noch beim Thema waren. Ja, also einmal habe ich mir hier mal dieses Tassilo-T-Shirt ausgesucht mit in Größe M. Genau, das ist ja, ein graues T-Shirt mit Tassilo. Passt ganz gut zu der anderen Sache, die ich mir auch noch ausgesucht habe. Also gab es einmal dieses Tassilo-T-Shirt. Und das zweite, das dachte ich so, ist mein Motto morgens. I woke up like this mit Ariel, meine zweitliebste Prinzessin. Meine erstliebste Prinzessin ist ja Belle. Und dann kommt direkt Ariel dahinter. Und deswegen, I woke up like this, mega cool. Und das kommt jetzt auch mit aufs Schiff. Wenn ihr das Video seht, ist an dem Tag fliege ich bereits zurück, aber jetzt ist es vor der Reise und ich freue mich sehr auf die AIDA-Kreuzfahrt. Ja, dann gab es eine neue Türmatte. Ich bin ja total Türmatten-Fan und ich habe ja schon eine Disney-Türmatte und jetzt, als ich die gesehen habe, dachte ich, boah, die muss es sein. Welcome to our castle mit dem schönen Disney-Schloss. Es ist von der Disney-Prinzessin-Kollektion, weil es halt ein Disney-Schloss ist. In rosa, pink, mega schön, also eine richtig coole, große Fußmatte, ob jetzt vor eurer Tür oder vor der Balkontür, ja, also die ist auch echt cool. Und dann geht es auch weiter, ja, es geht noch weiter, jetzt muss ich das mal kurz hier zur Seite legen, diese große Fußmatte. Dann gab es einmal ein weiteres goldenes Buch von Disney, ich habe ja schon eins, das rote, mit den normalen Geschichten. Jetzt habe ich mir das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten ausgesucht und ich sammle die Reihe tatsächlich. Es gibt ja noch die Villains-Reihe und alle möglichen noch andere Bücher. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt immer für die Gute-Nacht-Geschichten entschieden und es ist so schön, also dieser goldene Einband und die Schrift. Und ja, ich habe noch niemanden, dem ich Gute-Nacht-Geschichten vorlesen kann, aber das kommt vielleicht irgendwann mal und dann habe ich dieses Gute-Nacht-Geschichten-Buch. Es gibt hier einmal eine Dumbo-Gute-Nacht-Geschichte, Bambi, König der Löwen mit, ich suche mal gerade irgendwie eine schöne Seite hier mit schönen Bildern und auch Texten. Also da könnt ihr mit euren Kindern tatsächlich zusammen vom Einschlafen durchblättern, die Bilder angucken, Timon, Pumba, Das Hakuna Matata-Leben ist der Titel. Oder ein guter Freund mit Winnie Pooh. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Und wie gesagt, ich sammle diese Reihe. Mir fehlen noch ein paar, aber ich bin froh, das jetzt als Neues in meiner Sammlung zu haben. Und ja, es geht immer noch weiter. Dann habe ich mir einmal diese Villains-Schminkpinsel ausgesucht in diesem coolen Täschchen. Sehr, sehr praktisch für die Parks, denn ich habe ja immer so ein bisschen Make-up dabei. Man weiß ja nie, im Sommer schwitzt man und ich bin ja auch so ein Mensch, der sehr, sehr viel glänzt. Und da habe ich eigentlich immer Make-up dabei, aber eigentlich immer nur verstreut in meinem Rucksack, so vorne in diesem Täschchen, das kennt ihr bestimmt. Und deswegen fand ich die Tasche eigentlich auch sehr praktisch, da passten die Pinsel auch rein, die hier dabei waren. Es sind 4 an der Zahl. So sehen die Pinsel aus. Und ja, werde ich auf jeden Fall mit für die Parks einpacken. Da kann man auch den Lidschatten nochmal nachziehen. Also mega praktisch. Wird auf jeden Fall beim nächsten Disney Paris Trip eingepackt. So, dann gibt es noch 2 schöne und das Biest Sachen. Und zwar mit das Highlight zeige ich euch am Schluss. Einmal hier diese schöne Box. Und da ist was ganz Tolles drin. Und zwar Socken. Schöne und das Biest Socken. Muss ich die mal hier aufbekommen. Ja, ja. So, da haben wir es. Und zwar sind da einmal 1, 2, 3, 4, 5 Paar Socken drin. Also das ideale Geschenk für Schön und das Biestliebhaber, so wie ich. Und ich zeige euch die Socken jetzt mal ein bisschen. Einmal hier so ein grauen Paar Socken. Graues Paar sehen dann so aus. Da steht dann Everything Kindness is Everything. So, jetzt habe ich es gelesen bekommen. Einmal ein paar graue Socken. Und ich muss euch mal die Box nochmal zeigen. Das ist eine richtig schöne Geschenkbox. Also einmal die hier. Dann gibt es einmal Socken mit Lumiere. Auch richtig cool, wie ich finde. Dann einmal die Rose, schwarze Socken mit der Rose
Und jetzt Break the Spell steht da drauf und darunter steht Bell. Dann haben wir einmal Madame Potts mit Tassilo. Passt super zu dem T-Shirt, was ich euch vorher gezeigt habe. Und als letztes haben wir Schön und das Biest, Tale as Old as Time. Und das ist die Silhouette von Belle auf den Socken. Auch richtig schön. Ja, also ich liebe es. Als Schön und das Biest-Fan bin ich total fasziniert. Und jetzt habe ich direkt mal ganz viele Schön und das Biest-Socken. Und jetzt kommt das Highlight, worauf ich mich echt freue. Meine erste Schön und das Biest-Tasche, mein erster Schön und das Biest-Rucksack. Und das ist hier er. Er ist jetzt nicht absolut groß, aber für kurze Parktage kann man den schon mal einpacken. Und ja, ist er nicht wunderschön? Ich finde ihn mega hier mit den Details an der Seite. Und hier haben wir einmal Bell stehen und ich zeige euch einmal noch, wie es innen aussieht. Innen haben wir kein Muster, also brauche ich euch da nichts zeigen. Aber ja, das ist der Rucksack. Wie gesagt, super schöne Details, echt schön. Und der wird auf jeden Fall auch beim nächsten Mal jetzt mitkommen. Ich habe ja schon schön das Biestkleid und jetzt habe ich den passenden Rucksack dazu. Bin richtig happy. Ja, das war mein Paket von Elbenwald. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Elbenwald vorbei. Super viel anderes Disney-Merch, Klamotten, Deko, Rucksäcke, Star Wars natürlich, auch Mandalorian, aber auch Harry Potter. Also schaut da gerne mal bei Elbenwald vorbei. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Kommen wir zu Shop Disney. Und Shop Disney hat ja eine neue Jeans-Kollektion rausgebracht. Und da muss ich sagen, ja, da wurde ich ein bisschen schwach. Aber ich habe euch ja schon ein paar Teile in der Story gezeigt auf Instagram. Also wenn mir noch auf Instagram nicht folgt, dann tut das. Denn dort zeige ich auch regelmäßig, was an Merchandise Neues, zum Beispiel bei Shop Disney oder auch in Disneyland Paris ist. Aber auch zwischenzeitlich, was ich mir sonst so gekauft habe. Und das andere Paket habe ich tatsächlich zurückgeschickt. Da war ja die Jeans drin, die hat mir gar nicht gefallen. Die war relativ baggy und irgendwie hat sie meiner Figur nicht geschmeichelt. Und auch die anderen Jeansjacken habe ich zurückgeschickt, denn es gab dann paar Tage später eine Aktion, wo man 20% Rabatt hatte. Und dann habe ich mir die Jeansjacken nochmal bestellt, mit 20% Rabatt natürlich. Und ja, ich habe jetzt dann, ihr habt dann, eigentlich wollte ich nur eine behalten. Aber so viele haben von euch mir dann geschrieben, als ich die Story hochgeladen habe, oh, die andere Jeansjacke, die steht ja auch so super, auch wenn sie so ein bisschen Oversize ist. Weil ich hatte natürlich nochmal dieselben Größen bestellt. Und ich finde sie ein bisschen sehr groß, aber da kann man auch mal was Dickeres drunter ziehen. Oder es ist halt dieser Oversize-Schnitt. Und deswegen habe ich beide Sachen, beide Jeansjacken behalten, die ich euch gleich zeige. Ich gucke aber mal zwischenzeitlich, ob es die Sachen noch gibt. Also ich habe jetzt mal geschaut, die eine Jeansjacke gibt es noch, dann zeige ich euch die jetzt mal zuerst. Und zwar ist das hier die mit diesem Comic-Look. Originalpreis war, jetzt muss ich mal im Hintergrund gucken, kostet sie 78 Euro. Und ich habe jetzt mit Rabatt 48 bezahlt. Ich gucke nochmal, ich habe nämlich eben nochmal die Rechnung fotografiert, damit ich euch die Preise auch sagen kann. Genau, also die Jeansjacken waren jeweils 48,75 Euro. Und so sieht sie aus. Ich habe sie jetzt in Größe L behalten und sie ist schon richtig cool. Also mit diesem Comic-Style über Mickey und Minnie in diesem Oldschool-Style, dieses Oversize-Ding. Wie gesagt, da kann man nochmal einen dickeren Pulli drunter ziehen. Ja, einmal habe ich die behalten und die andere, die gibt es aber online leider nicht mehr. Die scheint noch begehrter gewesen zu sein. Vielleicht kommt sie wieder rein, ist die Jacke. Die wollte ich auf jeden Fall behalten, auch in Größe L. Ja, hätte ich gewusst, dass sie so groß ausfallen, hätte ich wahrscheinlich nur mal kleiner bestellt. Ist jetzt halt so, ne? Aber die gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Kann ich jetzt auch nicht mehr kleiner bestellen. Deswegen behalte ich sie auf jeden Fall. Richtig schön. Liebe ich. Bin eh so ein Jeansjackenopfer, ne? Also, ich habe ja schon welche beim letzten Insta-Sale verkauft und habe trotzdem immer noch so viele Jeansjacken. Und irgendwie kann ich mich von Jeansjacken immer sehr, sehr schlecht trennen. Und ich will ja noch eine Jeansjacke machen dieses Jahr mit den Patches, die ich mir im Disneyland gekauft habe. Aber das ist ein anderes Projekt. Dann habe ich mir noch eine Strickjacke gekauft, die glaube ich auch, die habe ich jetzt im Durchscrollen auch nicht mehr gesehen. Die war dann auch im Sale. Was hat sie denn jetzt gekostet? Jetzt muss ich mal gucken. Denim-Shirt. Das habe ich zurückgeschickt. Strickjacke. Die hat 33 Euro gekostet. Und die ist auch mega cool. Also,
Strickjacken und Jeansjacken sind bei mir so eine Sache, ne? Also da verfalle ich ganz, ganz schnell. Aber ja, die kann man immer drüber ziehen, wenn es jetzt kältere Abende gibt. Und also ist die nicht einfach mega cool? Die Farben und Mickey überall. Also ja, die habe ich auch in L bestellt. Und da das bei Strickjacken geht das tatsächlich immer ganz gut. Dann habe ich was gratis bekommen bei Shop Disney. Ja, das gibt's auch. Und zwar einen Seifenspender. Den gab es dann als Aktion. Also nicht nur, dass ich was gratis, nicht nur, dass ich Rabatt bekommen habe. Es gab noch was gratis. Diesen Seifenspender. Ich glaube, der kostet normalerweise 15 €. Ja, jetzt bekommt man die ganzen Seifenspender hinterhergeschmissen. Am Anfang überall ausverkauft. Disneyland, Shop Disney. Jetzt bekommt man Rabatt im Disneyland Paris. Hier bekommt man sie umsonst. Also anscheinend haben sie jetzt so viel bestellt, dass sie jetzt die ganzen Sachen wieder loswerden müssen. Also einmal Seifenspender kostenlos. Dann habe ich, der war da auch im Sale. Jetzt müssen wir mal gucken, was die gekostet haben. Chip und Chap einmal 19,50 € mit Rabatt. Also schon relativ teuer für so eine künstliche Topfpflanze. Aber ich habe tatsächlich schon ganz, ganz viele von diesen Topfpflanzen und ich finde die richtig süß. Die können dann auch mal in der dunklen Ecke stehen, im Flur oder so, wenn da kein Licht reinfällt, wo eine andere Pflanze sterben würde. Habe ich immer dann so diese Kunstpflanzen. Sind natürlich krasse Staubfänger, aber dennoch, der Topf ist auch richtig süß. Es gibt noch einen anderen, glaube ich, mit, jetzt weiß ich nicht, welcher Kaka, Bambi, Klopfer. Finde ich auch noch süß, aber der war, glaube ich, nicht im Sale oder ich musste mich zwischen einem entscheiden und ich weiß, dass die begehrter sind, deswegen habe ich mich für den entschieden. Wenn es ihn noch online gibt, verlinke ich es euch natürlich unten in der Infobox. Und als letztes, da hatte ich ja gehofft, dass das Paket früher kommt für den letzten Disneyland Paris Trip, weil ich hätte gern mein Oswald-Outfit angezogen, wo ich euch gleich noch den Rollkragenpullover zeige, den ich mir im Disneyland gekauft habe. Und zwar habe ich mir die Oswald-Ohren bestellt. Die hatten 30 € gekostet, war auch kein Rabatt drauf. Aber die wollte ich unbedingt haben, denn den Pullover, den ich mir im Disneyland gekauft habe, passt super dazu. Ich finde auch das Hemd schön im Disneyland, aber das ist noch so teuer. Den Pullover gibt es aber auch bei Shop Disney, kann ich euch auch unten verlinken. Aber der ist auch sehr begehrt, also seid schnell, wenn ihr ihn auch haben wollt. Wie gesagt, einmal die Oswald-Ohren. Ich habe sie auch später im Try-On mit dem Pullover an. Seht ihr dann. Und das kommt dann mit im April als Outfit, wenn ich dort mit Brina verbringe, die Tage mit Brina verbringe. Da kann ich euch auch mal schon mal sagen. Also es wird jetzt nicht bis Sonntag werden. Wir haben uns dazu entschieden, am Samstagnachmittag zurückzufahren mit Brina. Und zwar ist es so, ich fahre am Ostermontag abends hin und werde dann den 11. komplett alleine verbringen. Habe einige Videos, die ich für euch aufnehmen möchte. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn ich einen Tag mal komplett für mich habe und alles abarbeiten kann. Am 12. ist ja dann das D23-Event. Aber wir wurden auch von Inside Ears eingeladen. Das heißt, Brina und auch Daniel und auch andere Inside Ears werden vor Ort sein für das Gala, für den Galaabend und auch für Disney Dreams. Für die Premiere von Disney Dreams. Das heißt, ich werde nicht alleine sein am 12. Brina wird auf jeden Fall dabei sein und Brina bleibt dann auch mit mir bis Samstag dort. Das heißt, ja, ganz, ganz viele Tage sind wir da. Also ich von Montagabend, aber bin ich bin jetzt nicht im Park, also von Dienstag bis Samstag bin ich auf jeden Fall da. Dann ab Mittwoch zusammen mit Brina bis Samstag. Und dann fährt sie mit mir zusammen am Samstag wieder zurück. Und ja, ich freue mich auf die Woche auf jeden Fall. Wird bestimmt richtig cool werden. Und ich freue mich sehr auf dieses D23-Event. Das habe ich ja am 12. und 13. Und ja, ich freue mich schon sehr, euch da mitzunehmen. Ja, und das war meine Shop-Disney-Bestellung. Und zu guter Letzt, wie immer, einmal mein Disneyland Paris, meine Disneyland Paris-Ausbeute. Und wie gesagt, so viel war es diesmal nicht. Wir haben uns einmal mit Brina und Nina diese Ketten gekauft. Es war so ein Dreier-Set in verschiedenen Farben mit dem Schloss und ich habe Pink bekommen. Ich weiß nicht, was ich jetzt am Ende, ich glaube 8 oder 10 € dann für eine Kette. Und ja, da steht dann BFF drauf und diese Dreier-Kombi fanden wir eigentlich ganz cool, weil wir auch immer sehr oft zu dritt unterwegs sind. Also einmal gab es die Kette, dann gab es einmal hier diese Tasche. Das war so ein Special-Offer. Ihr habt ja immer an den Kassen, wenn ihr ab einem gewissen Warenwert was kauft, gibt es immer diese Special-Offers und diesmal war die Tasche dabei. Die hat Brina, eigentlich wollte sie kaufen und da dachte ich so, eigentlich ist sie schon praktisch. Normalerweise kostet sie 30 €. Bei diesem Special Offer hat sie 15 gekostet. Und die hat, ich will die jetzt nicht auspacken, sonst kriege ich die nie wieder rein. Die hat so ein Ohrenmuster mit Minimaus-Ohren. Also kann man echt gut überall mit einpacken, jetzt im Urlaub oder wenn man im Park unterwegs ist, einfach als Einkaufstasche. Klein und kompakt.
Dann gab es den Oswald-Pullover, den ich ja schon erwähnt hatte. Und der passt super zu den Ohren. Und wie gesagt, der kommt dann im April als Outfit auf jeden Fall auch mit. Das ist einmal hier, da unten ist der Oswald und der malt dann hier diesen blauen Strich. Und hinten habt ihr dann auch nochmal Oswald draufstehende Lucky Rabbit. Wie gesagt, dieses Hemd gefällt mir auch für die Sommertage, aber es ist, glaube ich, kostet noch mehr als dieser Pullover. Ach ja, was hat der Pullover gekostet? Ich glaube 48. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ohne Jahreskartenrabatt. Ich habe den Zettel leider schon abgemacht. Ich hatte ihn irgendwo mit reingeworfen, aber ich habe ihn irgendwo verloren. Ich glaube 48. Online kostet er tatsächlich 60 Euro. Ja. Und das Hemd ist tatsächlich noch teurer. Das kostet, glaube ich, auch um die 60 Euro. Und es ist halt ein Hemd. Es ist nicht mal so ein dicker Pullover. Naja, vielleicht irgendwann mal im Sale oder... Ja, mal sehen. Und zu guter Letzt, mein teuerster Einkauf letzten Besuch, deswegen musste ich mich mit den anderen Sachen auch eher zurückhalten, war das zweite Teil der Disney 100 Pandora Kollektion. Und zwar die Kutsche. Ihr seht, beide hängen sie jetzt dran. Einmal Oswald und einmal die Kutsche an dem Disney 100 Armband. Ja. Und die Kutsche hat ohne Jahreskartenrabatt 168, glaube ich, gekostet. Also schon echt heftig für so einen Charm. Liegt natürlich daran, dass da sehr, sehr viel Goldanteil drin ist. Und auch dieser Stein. Oswald hat natürlich auch ein bisschen was Gold, an Gold, aber da ist nur seine Hose aus Gold. Und bei der Kutsche ist halt oben Gold, vorne ist ein bisschen Gold, hinten nicht. Und hinten steht dann halt Disney 100. Ich weiß schon, als nächstes kommt Mini. Und wie gesagt, ich habe jetzt angefangen und werde jetzt die Sammlung fortführen. Ich muss mir auf jeden Fall dafür so ein Safe, so ein Ding kaufen, was, wenn man das Armband aus Versehen aufmacht, dass es nicht verloren geht, weil das wäre eine Katastrophe bei dem Wert, was es irgendwann dann haben wird. Genau, also dann mal den Charm. Und dann hat mir eine liebe Followerin geschrieben und mir es am Jahreskarten-Event übergeben. Und zwar habe ich ja das Armband, aber leider gab es ja die Box im Disneyland Paris nicht dazu. Und dann hat eine liebe Followerin, danke nochmal an der Stelle, mir geschrieben, sie hat zwei, ob ich nicht eine Box haben möchte. Und da war ich natürlich sehr, sehr dankbar und habe gesagt, ja, ich möchte eine Box. Und sie hat mir eine Box überlassen. Und das heißt, ich habe jetzt auch diese coole Sammelbox, die echt mega cool ist. Finde ich super cute. Und da steht auch Disney 100 drauf. Und dann kann man hier das Armband reinlegen und dann die ganzen Charms, wenn man sie dann alle hat. Ja, Disney X Pandora. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Das freut mich wirklich sehr. Ja, und das war's. Das war mein Disney März Haul. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn ihr das Video seht, komme ich gerade zurück von der AIDA-Kreuzfahrt. Da werdet ihr natürlich dann jetzt im wöchentlichen Rhythmus Vlog sehen. Es wird bei Freitag bleiben, so wie bei Walt Disney World. Das heißt, jeden Freitag bekommt ihr dann ein AIDA-Video, auch ein Schiffsrundgang. Ich werde ein Q&A machen und natürlich mein Fazit bekommt ihr auch. Also es wird genug Content geben, freitags wieder zum Thema AIDA und AIDA Cosma und Orient. Und ansonsten, wisst ihr ja, ich bin dann mit Brina die fast sechs Tage im Disneyland Paris unterwegs. Achso, Nina ist auch am 12. April dabei, die habe ich schon fast vergessen. Also Nina ist auch am 12. April dabei, aber die fährt am 13. morgens wieder. Und ansonsten haben wir schon einiges anderes geplant. Verraten werde ich euch das noch nicht, das kommt dann zu gegebener Zeit. München steht ja noch an, das ist kein Geheimnis. Wir sind dann am 22. und 23. In München bei der Disney Expo, wie auch immer. Also da wird es natürlich auch ein Video geben und ich zeige euch, was euch dort erwarten wird. Und das war's. Das ist so der Plan und das war mein Disney-Märzholz. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.